Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des AFC Crew Challenge, wo wir jetzt auch in der neuen Liga sehr gut gestartet sind. Mit 4 Siegen und einem Unentschieden stehen wir an der Tabellenspitze. So kann das natürlich gerne weitergehen. Alex Wilkie lassen wir auch nicht gehen. Walsh auch Transferangebote. Wenn schon, dann würden wir diese Spieler ausleihen. Die können uns in der Zukunft dann noch ziemlich viel wert sein. Aber sicher nicht. Lassen wir die einfach so gehen. Dann geht es zuerst gegen die U20 und dann noch gegen eine Reservemannschaft. Grave Rise spielen Level 11. Und Randall wäre bereits schon in unserer Liga. Bin ich halt nicht so überzeugt, die dann eine Liga tiefer zu setzen, wenn sie bei uns sogar spielen können. Schauen wir mal, ob diese Spiele ins Probetraining kommen. Das kommen sie. Dann schauen wir uns die mal an, ob die etwas für uns sind. Genau, aus diesem Grund ist er bei uns, weil wir ihn gerne mal anschauen möchten. Holden lassen wir nicht ablösefrei gehen. Und dann haben wir noch ein Leihangebot für Shamsoom, der Ersatztür-Ohrhüter mittlerweile bei uns. Für die 12. Liga. Ich glaube, der ist gerade zu gut für die 12. Echte Klasse, sogar in der Liga 11. Also eigentlich wird er sogar fast etwas für unsere erste Mannschaft. St. Neots, wo spielen die? Fake Country League und könnten sogar aufsteigen. Ich will schauen, die. Ja, dann kommst du in den Step 4. Bist du auch in der Liga etwas verdienst? Hast du einen langen, langen Weg? Ich glaube, du verdienst da erst, wenn Ramon National League South. Auch hier hast du noch keine Preisgelder. Du musst wirklich in die EFL League 2, dass du mal ein bisschen etwas bekommst. Dann sind halt die Sprünge schon extrem. Championship. Und die Preisgelder. Da verdienst du halt schon etwas.
Dann kannst du einen Verein auch komplett neu sanieren. Vor allem, wenn er so angeschlagen ist, wie wir das aktuell sind. Die Gespräche lasse ich mal aus für diese Woche. Mitarbeiter wollen wir noch keine weiteren einstellen. Wir geben eh jetzt schon zu viel Geld aus. Und das wird sich sicher nicht in der nächsten Zeit Anton Hooper bleibt bei uns. Das sind alles niedrige klassifizierten Teams. Darum bleibt er wohl bei uns. Weil er bei uns aktuell höchstmöglich spielen kann. Das ist gut. Jamal Lawrence sagt der Assistenztrainer, gute Spiele, wo kein Entwicklungspotenzial mehr, dann lassen wir es. Gute Spiele für die Trident League als eine Liga Höhe. Oh, das wollte ich gar nicht. Da war meine Finger zu schnell. So, was hat Hoppe so? Ja, es geht also. Müssen wir ihn jetzt nicht unbedingt holen. Wenn er nur für eine Liga höher besser ist, also. Haben wir solche schon mal geholt, die für die Van Rama sind. Oder einmal sein sollten. Da kommen wieder ein paar. Auslosung der zweiten Runde, da sehen wir uns das mal an, alle Teams ziehen. Wir spielen gegen Chill Heat Nomads, die Achte sind, also ein die wir nur unentschieden gespielt haben. Also eine ziemlich spannende Partie. Wir spielen sogar auswärts im Pro Seal Stadium. Also ziemlich interessant. Vor dem Haswall-Spiel, das ja, da nach Ballet-Watt-Apollo-Spiel
Das bringen wir sicher auch noch. Entweder am Anfang, am Ende von dieser Folge oder dann am Anfang von der nächsten. Bringen wir das sicher auch noch rein. So, kommt schon, Jungs. Wäre wichtig, wenn wir uns langsam schon absetzen können. Damit wir allen zeigen, wo unseren Weg hinführen soll. Aber bis jetzt passiert nicht viel. Pokémon jetzt mit dem ersten Schuss aufs Tor. Und jetzt mit der ersten Möglichkeit. Kenny. Ach. Jack Yates. Der beste Offensivspieler vom vergangenen Monat. Zeigt hier wieder, warum er so gefährlich ist. Nicht so gut verteidigt von uns. Kommt schon. Hier mal auf Offensiv. Für die zweite Hälfte. Kommt schon, Männer. Ihr habt uns schon viermal gedreht. Ermutigen wir. Ihr könnt das auch nochmal schaffen. So, Prentice. Schöner Freistoß. Parker. Prentice nochmal. Stups. Und dann Ecke. Prentice wird diese wieder treten. An den Turner. Diesmal. Schlechte Ecke von uns. Moses. Auf Turner. Nochmal auf. Ja, aber dann Turner stand im Abseits. Leichtfertig diese Chance verwandelt. Wir gehen rein. Thomas Chester ist im ersten Spiel gar nicht gut drauf. Del Reagan. Kommt noch rein. Gehen auf sehr offensiv. Schießen bei jeder Möglichkeit. Und wir fordern mehr von den Jungs. Reagan. Turner. In die Mitte. Da steht aber keine. Dann kann Hogmont auch gut erklären. Hartley. Wir kommen aber nicht an diesen Ball. Ettingham. Ach, schlecht geklärt. Lavan. Kommen wir da ran? Nein, kommen wir nicht. Und dann ist hier das 2:0. Wir kommen einfach nicht in dieses Spiel. Wenda. Monday auf Hobart. Hobart, komm schon, Junge. Monday. Ach Mann, und dann diese Distanzschüsse. Reagan. Wenda. Wenda. Moses. Monday. Komm schon, Junge. Zeig, was du kannst. Ach, Ecke. Aber gute Möglichkeit von ihm. Schön durchgelaufen. Ach, wieder eine schlechte Ecke. Wir fallen somit auf den dritten Platz zurück. Ein Unentschieden würde uns schon deutlich weiterhelfen. Und jetzt wird natürlich hier auch das Zeit gespielt. Lavan. Oh, über das Tor. Aber das Spiel ist durch. Wir können uns am Ende doch noch auf den zweiten Platz retten. Bleibt es beim zweiten Platz? Ja, wir könnten uns
trotzdem noch auf den zweiten Platz retten, da Harley Wood auch nur ein Unentschieden spielt. Aber das war deutlich zu wenig von uns für unsere Ansprüche. Muss da einfach ein Sieg her. Walsh. Wilkie auch ablehnen. Und das sind auch wieder Transferangebote. Walsh geben wir auch nicht ab. Randall Level 12, das nehmen wir auch nicht an. Unser U18 gewinnt und sind aktuell auch Tabellenerste. Das gefällt uns natürlich. Er ist nicht höher ablehnen. Dann lassen wir einfach auch mal unseren Sportdirektor machen. Der soll da alle ablehnen, die nicht einen Betrag forderten. Okay, das könnte sogar ein ziemlich guter Sportdirektor sein. Ist nur ein bisschen besser als Jenkins. Relativ zielstrebig. Wie alt ist Jenkins? Bevorzugtes System. Okay, haben wir hier gar nicht. Ja, dann lassen wir es. Dann gehen wir erst in 2-3 Saisons auf einen neuen Sportdirektor. Okay, die Probetrainings sind auch beendet. Sehe ich auch nicht gerade. Nehmen wir weitere Spieler ins Probetraining auf. Kommt nur eine. Okay.
Die wurden alle abgelehnt. Matt Middleton unterschreibt den Vertrag bei uns. Wieder ein Nachwuchsspieler mehr, der bei uns bleibt. Spricht eigentlich auch ein bisschen für unsere Arbeit. Lassen wir auch mal noch aus. Matt Middleton bei unserer U18 sehr gut in Form. Howard geben wir auch nicht ab, aber das machen wir anders so. Dann kann dies der Sportdirektor jeweils immer gerade ablehnen. Mitarbeiterstab wollen wir noch nicht umbesetzen. Alex Worley. Können wir noch nichts anpassen. So macht eigentlich unser Trainer hier keine Testspiele. Wöchentlich ein Testspiel vereinbaren. Wöchentlich. Und die U18 hat ja bereits schon Spiele. Curtis Reven sieht nicht gerade, ja, nicht mehr gerade so aus, dass er bei uns gut sein könnte. Ist nicht höher ablehnen. Oh, wäre sogar vierthöchste. Und wäre da bei Man Farm. Die da 16 sind. Nicht gerade überragend. Schauen wir mal, ob da noch jemand kommt. Ins Probetraining. Da kommen einige.
Der Vorstand ist begeistert von uns. Das ist okay. Schauen wir mal, ob wir da noch etwas rausholen können, wenn sie so begeistert sind von uns. Finanzen. Jugendtrainingsbudget wird eh nicht angenommen, da wir halt im Minus sind. Aber wir bringen es halt auch nicht fertig, unser Ansehen zu steigen. Ja, immer wegen den Finanzen. So schnell wie möglich in eine Liga aufsteigen, indem wir erstens Zuschauer haben und zweitens dann auch einiges an Sponsoreneinnahmen einnehmen können. Mal schön dann schauen, wie so die anderen Vereine dastehen. Das sehen wir, ja, glaube ich, hier. Sind es hier. Zuschauerschnitt, da sind wir halt ziemlich weit unten. Wenn wir natürlich da ein bisschen mehr Zuschauer hinbekämen, wäre natürlich auch ein bisschen mehr. Geld da. Was sehe ich das dann schon wieder? Finanzen, da sind wir ziemlich weit weg. Sehen wir uns, glaube ich, wir sind dann irgendwie hier. New Durham. Oh, 584.000 im Minus. Das sind Level 12 da. Kannst du auch gerade vergessen, dass du irgendwie mal aus diesen Schulen rauskommst. Kannst du auch nichts mehr investieren. Einnahmen. Können wir da alle Ligen mal rausnehmen. Ich dachte, irgendwo kann man nachschauen, wie viel die anderen Teams an Sponsoren einnehmen. Das will gerade gar nichts mehr gehen. Haben Man United hier 462 Millionen eingenommen. Seht ihr dann 441, dann kommt schon eine große Lücke. Dann geht es hier bis zu Liverpool und dann West Ham. Schon mal wirklich gut und gerne. Was sind das etwa im Daumen geschlagen? 170 Millionen. Wenig Einnahmen. Das ist schon ziemlich krass. Dieses Verhältnis. Dann Cardiff. So. Jetzt. Was macht er jetzt?
So, ich habe ihn, glaube ich, wirklich komplett zerstört. Da geht gar nichts mehr. Ich werde ihn, glaube ich, kurz mal schnell, ich schaue schnell im Task Manager. Okay, jetzt sollte wieder etwas gehen. Ja, gut. Okay. Also er ist wieder zurück. Schauen wir doch mal schnell. Wo können wir das anschauen? Ich dachte, das war irgendwie hier. Rekorde. Ah, da Sponsoreneinnahmen, genau. Wir sind eigentlich im Mittelfeld. Wenn wir jetzt dann eine Liga höher gehen. Ja, gibt es eben noch nicht extrem viel mehr. Geht so, also da können wir schon ein bisschen mehr, aber da müssen wir halt zwei Ligen schon aufsteigen. Und da wird es dann schon ein bisschen einschenken mit den Einnahmen. Hier sollte es dann. Okay, dafür die Teams sogar wenige. Ich glaube halt mit den Zuschauereinnahmen dann wieder mehr. Okay, da könnte es richtig einschenken. Moor Camp hier mit 2,2 Millionen ganz klar auf dem ersten Platz. Also das ist dann schon eine andere Hausnummer. Dann hier, ja. Hier wird es dann einschenken. Aber bis wir dort sind, sind noch einige Aufstiege. Glaube ich, vier oder fünf Aufstiege mindestens. Also, bevor wir da von einem dicken Batzen dann Sponsoren rechnen müssen, müssen wir zuerst schauen, dass wir da hinkommen. Das lehnen wir auch gerade ab. Ins Probetraining dürfen die sicher auch nicht. Das wäre es ja noch. KFC Crew könnte eine Feengruppe zufolge schon bald einen Besitzer wechseln, falls sein Vorhaben in die Tat umgesetzt sein sollte. Wie UEFA.com berichten, hat die Fanvereinigung ein Angebot an den Vorstandsvorsitzenden Danny Howes vorbereitet, um den Verein zu übernehmen. Also, dann wollen auch hier die Fans den Club übernehmen, so wie im echten Leben das eigentlich ist. Dass die Fans eigentlich sagen, wodurch es geht in diesem Verein. Und vielleicht setzen sie sogar einen Discord-Server auf. Und dann sind wir auch nur noch der verlängerte Arm der Community. Bin mal gespannt. Vielleicht bringt uns das sogar schon mehr Einnahmen. Aber zuerst müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier das nächste Spiel gewinnen. Williams. Oh, neben das Tor Glück gehabt für uns. Bevor wir da an andere Sachen denken, müssen wir zuerst mal auf den Platz unsere Leistung bringen. Aber bis jetzt kommt von uns wenig.
Ach, Ned Wallins. Hier mit dem Tor. Überlupft hier Harkies. Da sehen wir gar nicht gut aus. Maßregeln wir die Mannschaft auch mal. Moses. Rentis. Murrayhead. Prentice läuft selber, Turnig, schlechter Ball ab, Prentice ist da zur Stelle und, ach. Ah, schön, Curry Murrayhead, aus der Distanz, schönes Tor. Ich dachte zuerst, Prentice könnte selber abziehen, der hat ja schon ein paar Tore so gemacht. Wir loben mal. Er kommt nicht bei allen gut an. Oh, Glück gehabt von uns. Aber Hollywood hat gewonnen. Darum sind drei Punkte wichtig diesmal. Williams, wieso spielt er nochmal zurück? Das verstehe ich heute nicht. Und jetzt der Konter. Kommt schon, Jungs. Geht drauf. Ja, und dann Oliver Wilson, weil wir einfach nicht bei den Mann stehen. Da muss jetzt einfach wirklich mehr kommen. Wir wollen natürlich hier weiter nach oben angreifen. Auch wenn diese U20-Mannschaft nicht aufsteigen darf, wollen wir doch ober ihnen stehen. Ich möchte eigentlich nicht über die Playoffs weiterkommen. Ich möchte direkt den Titel feiern. Oh, Harkey ist da. Schöne Parade. Auch wieder mal eine gute Aktion von ihm. So, können wir klären fürs Erste. Ach, schlechte Ecke, wir kommen da nicht an den Ball. Und jetzt gibt es den Konter über Wallace. Graham, wir stehen hinten sehr, sehr offen. Ach, Lattentreffer. Wallace, Moenda kann klären. Chesters. Sieht Williams, der kommt an diesen Ball. Williams läuft durch. Moses. Könnte verlagern. Schlechter Ball, aber von ihm. Graham. Och, knapp über das Tor. Und wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Aber hat schon sehr viele Highlights gegeben. Wir kommen gar nicht ins Spiel. Zwei Schüsse, einer aufs Tor, der ging noch rein. Aber zu 16 Schüssen von Aldrin Cham. Wir kommen gar nicht in dieses Spiel. Wallace. Ach, und dann Oliver Wilson mit dem nächsten Treffer, aber es war abseits, glaube ich. Weil ansonsten sah ich keinen Foul. War wohl ein Foul. Habe ich jetzt nichts gesehen. Wir haben bei weitem nicht genug Schüsse abgegeben. Mit nur zwei Schüssen. Gehen wir mal auf Offensiv und schießen von überall. Machen ein bisschen schneller das Tempo. Verteidiger austrippeln. Moses, Turner, Holden. Nützt die Umstellung bereits schon etwas, Chesters? Williams, ach, den muss er machen. Hat auf der linken Seite alles frei. Wow.
Volley ist über links. Ach, und dann Wilson. Hier deutlich schneller als alle anderen. Da sehen wir es nochmal. Hier läuft er rein. Und dann kommt kein Verteidiger an ihn. Hoffentlich bringt nun diese Umstellung noch etwas. Chestes. Murray Head. Chara. Will auf Murray Head spielen, der kommt aber nicht dran. Muenda. Auf Murray Head. Der hat Platz. Und er macht das zweite Tor. Wir gehen in die Wechsel. Murray Head lasst ihn drin. Der ist wirklich gerade gut drauf. Moses geht raus. Für Howard. Und bleibt drin. Wo haben wir? Lee Williams kommt raus. Da kommt Danny Monday. Können wir nochmal mit der Erfahrung ein bisschen etwas bringen? Muss eigentlich ein Sieg her. Mehr Pforten. Harkis. Und jetzt der Konter einleiten, aber das geht zu lange. Da steht Muenda völlig frei. Sieht ihn auch nicht, lässt zuerst die Spieler wieder aufbauen. Muenda dazwischen, sehr gut. Chestes. Könnte nochmal in den Rückraum spielen. Prentice, Murray Head. Und da ist der Hattrick! Curry, Murray Head mit dem Hattrick. Zu diesem 3:3. Gehen wieder auf ausgewogen. Sehr schön von ihm. Schön, dass wir ihn nicht ausgewechselt haben. Hätten wir ihm natürlich diese tolle Möglichkeit genommen. Und das bezahlt sich jetzt aus. Jetzt ist das Momentum ganz klar auf unserer Seite. Müssen wir das einfach nur noch über die Zeit bringen. Aber Oliver Wilson macht auch seinen Hattrick. Da maßregeln wir die Jungs. 82. Spielminute. Wir gehen auf volle Offensive. Jetzt nützt alles andere auch nichts mehr. Turner. Holden, spiel in die Mitte. Prentice. Jawohl! Danny Monday! Mit dem Ablenker. Da ist das Unentschieden wieder. Und jetzt lassen wir hier auf sehr offensiv. Schauen wir, ob wir nochmal eine Möglichkeit hinbekommen. Wir kommen wieder auf den zweiten Platz zurück. Am Ende müssen wir sagen, glücklich, dass wir hier dieses Unentschieden noch geholt haben. Verdient haben wir es nicht gehabt. Aber Corey Murray hat, was für ein Spiel von ihm. Murray Head hat dann auch noch die Limite für die gelben Karte erreicht. Also der hat in diesem Spiel gerade alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Dann nehmen wir noch das Kids Grove Spiel mit in dieser Folge. Dann gehen wir weiter dann in die nächsten Partie und das erste Pokalspiel. Das erste Mal Pokal für unsere Jungs. Moin, da akzeptiert seine Kritisierung nicht.
Eddie Lewis. Da lehnen wir auch alles ab. Tom Fiddling. Ja, wirklich gerechtfertigt. Das sehe ich aktuell einfach nicht, wenn wir keinen Betrag bekommen. So, also wir bekommen einen neuen Trainerschein, einen nationalen B-Trainerschein. Das ist schon mal sehr gut. Welcher Transfer hier zur Probe? Nein, das kann er nicht. Einen weiteren Trainerschein können wir eh nicht mehr machen. Können wir da noch ein bisschen das Scouting-Budget anpassen? Das können wir. Dann das Gehaltsbudget noch ein bisschen anpassen, so. Damit wir da auch nicht im Minus sind. Damit wir vielleicht mal aus diesem Minus im Kontostand rauskommen. Ich hoffe ja, dass wir im Pokal mal weiterkommen. Und nächste Saison dann vielleicht sogar in diesem Qualifikation-FA Cup. Vielleicht sogar einige Runden weit kommen. Für den Sieg gibt es ja 35.000. Das wird unserem Verein natürlich weit helfen. Bloß ich weiß gar nicht. Glaube ich, Country ist sogar im FA Cup im Großen dabei. Und das muss natürlich unser Ziel sein. Sie vielleicht durch ein, zwei Lucky Punches oder so so weit kommen, dass vielleicht sogar ein Premier League-ist kommt. Dann wir vielleicht noch bei ihnen spielen können. Und das wird unsere Kassen natürlich ganz, ganz groß auffüllen. Träumen darf man. Aber wir müssen das natürlich auch zuerst umsetzen. Länderspielüberblick. Bhutan, da haben sie verloren. Aber er hat 90 Minuten gespielt. Unser erster Spieler der Nationalmannschaft spielt. Nur U20, aber trotzdem. Wir haben den ersten Nationalspieler. Und der spielt auch schon über 90 Minuten. Springen wir auch mal wieder.
Also, wir sind leichter Favorit. Nicht so wie in den anderen Spielen bereits, aber unsere U18, die ist stark. 5 Siege, 4 Unentschieden, noch keine Niederlage. Moenda geht. Alles klar. In die FA Country League. Da hatten wir jetzt nicht viel zu sagen. Da waren wir einfach dann vor vollenden Tatsachen gestellt. Da müssen wir jetzt natürlich weiter schauen. War ein Spieler, der häufig, wenn nicht immer in der Startelf stand. Mal schauen, wer jetzt diese Lücke auffüllen kann. Ja, wir nehmen mal alle wieder rein. Vielleicht gibt es jetzt ein paar mehr Spiele. Anderson spielt wieder. Der ja schon letzte Saison ein paar Spiele gemacht hat und mich eigentlich da relativ gut überzeugt hat. Dann geht es in den Tabellenersten. Live-Vertrag von Mutombo, der solide Spieler für Level 11 ist. Level 12, Level 11 und Level 12. Nice, das ablehnen. Das ablehnen. Ergänzungsspiele. Aber wer natürlich könnte spielen, was er natürlich jetzt bei uns aktuell gerade in der U21 nicht macht. Ja, wir gehen mal und akzeptieren es. Der Spieler muss es ja natürlich auch zuerst akzeptieren. Udo hat sein Ziel erreicht. Da gratulieren wir gerade mal. Schauen mal, wie seine Karriere weiter verläuft. Dann geht es rein ins Spiel an diesem Sonntagabend. Abfahrt. Das letzte Spiel dieser Folge. Wo wir dann weitergehen. In der nächsten Folge ins Spitzenspiel gegen den Erstplatzierten. Sowie auch dem ersten Pokalspiel, das wir in dieser Karriere haben. Chesters. Ah, kommt da nicht dran. Ronald. Schöner Schuss. William Ronald. Erstes Saison-Tor von ihm. Nach 4 Minuten bereits 1:0. Wird das endlich dieser Befreiungsschlag? Wir loben. Howard kommt da nicht dran. Turner. Turner. Auf Anderson. Ronald. Chesters. Auf Howard. Och, und der nur mit dem Außenpfosten. Der müsste er machen, der müsste er machen. So, neuer Freistoß. Prentice tritt ihn. Und da ist das Tor. Zweites Saison-Tor von ihm. In der 19. Minute das 2:0 von uns. Schöne Freistoßtreffer hier. Wir kommen natürlich nicht dran, da Hollywood auch gewonnen hat. Aber mit dem nächsten Spiel können wir alles wieder auf Null setzen. Mit einem Sieg durch uns und 3 Punkten könnten wir Hollywood überholen. Dann wären wir wieder Erste. Mal hier noch eine Stufe schneller. Turner mit dem Freistoß. Chesters. Oh, schöne Tor. Thomas Chesters mit seinem ersten Saison-Tor hier in unseren Farben.
Damit geht es auch in die Halbzeit. Wir hatten viele Schüsse. Das muss so weit gehen. 8-6 aufs Score. Dann waren wir auch eiskalt. Turner. Prentiss. Chesters. Howard. Ach, den muss er machen. Da ist Luke Schofield, der U21-Spieler mit dem 4:0. Wir gehen gerade noch in die Wechsel, Monday kommt rein. Schofield, nachdem bleibt er drin, weil der Holden selbstgefällig ist, dann bleibt er. Uda kommt für seine guten Trainingsleistung. Und Chada, der wieder zurück ist von der Nationalmannschaft. Aber 4:0, sehr gut. Können wir auch wieder etwas für unsere Tordifferenz machen. Wo wir auch nicht mehr so stark sind wie in den anderen Saisons. Wo wir ja jeweils den Gegner immer kaputt geschossen haben. Könnte dies endlich der Auslöser sein auf eine erfolgreiche Saison? Somit kommen wir wieder auf 2 Punkte ran an Hollywood, gegen die wir jetzt dann im nächsten Spiel spielen. Eine englische Woche, wie es im Buche steht, Samstag, Dienstag und dann glaube ich wieder Samstag. Trainerlehrgang wird natürlich wie immer abgelehnt. Chess ist gut in Form, den loben wir gerade. Ein Sonntag spielen wir dann wieder. Mitarbeitermeeting machen wir noch. Kann ich nicht zurück. Das finde ich so doof, dass man nicht zurück kann. So, und dann beende ich diese Folge auch wieder. Ein ziemlich erfolgreicher Abschluss hier mit diesem 4:0. Hogomod haben wir natürlich leider verloren, aber dann einen Unentschieden und am Ende doch noch einen Sieg. Ich hoffe, weiter geht es dann mit ein paar Siegen, vor allem hier im Pokal wäre es gut. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dann!